hart. Ja. Hast du echt gut gespielt, Army Supply technisch. Du hast ein Wert der Armee, war ich ziemlich hoch. Ja, das muss man schon sagen. Aber ich war auch Mac. Dafür, dass du 13.000 Punkte hinter mir bist. Ja, und aber du musst auch mal gucken, wie wenig Techno-Punkte ich habe. Ich habe 2000 Punkte weniger und ich habe ganz wenig zu Ressourcen. Ich habe die wenigsten von allen. Siehst du, mit dir spiele ich wieder gerne gegen Terra. Ja, ich bin ja auch gefährlich für einen Terra-Spieler. Ich habe nur Angst vor Protoss, wenn man vom Teufel spricht. Ne, der Level 15er hier. Not enough minerals. Dafür habe ich ja dich. Gegen Protoss, du nimmst mir die Angst vor Protoss. Oder? Glitzernde Augen. Ich werde es versuchen. Fragt uns nicht, warum wir so eine Riesensiegeserie haben. Wir haben also selbst keine Ahnung eigentlich. Das ist nämlich jetzt. Wir dürfen das nicht übertreiben, ey. Weißt du, jetzt sagen, oh, super Siegeserie. Und dann kommen 10, 20 Matches einfach in Folgeniederlage. Bestimmt. Irgendwann muss das doch mal passieren. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch, Leute. Ja, es muss auch irgendwann mal passieren. Das ist total unlogisch, was wir momentan spielen. Wir können ja. Nein, das sagen wir nicht, die Statistik. Ihr habt sie eben gesehen und ihr habt ja gesehen, die letzten zwei Matches. Dann müssen wir die Zahl nicht sagen. Zwei Matches gewonnen, dann sind es jetzt 17-4. Ich hab's gesagt. Ich spiele übrigens gegen den Zerg. Also. Wir haben. Eigentlich wollte ich gesagt haben, dass wir 13 Mal in Folge gewonnen haben, aber ich gehe scouten. Ja, ich dachte nur so, wo du dich aufbaust. Ist sonst von meinem Ressourcenstand ein bisschen scheiße. Kommt gleich aber vorne im Depot hin. Ja, da wir gegen Zerg spielen, kommt bei mir Brutpool. Brutschleimpool wird auf eine auf eine Dings. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich reden will. Na, egal. Hauptsache, du spielst es. Auf Schaben, genau. Roaches, he means. Yes. Roaches, also die meisten Zergspieler spielen halt jetzt pur Wirkling, versuchen ein bisschen zu nerven und da hab ich dann schon ein paar. Okay. Protoss baut sich bei sich auf. Neu auf. Also, das sieht alle neu. Normal. Satz. Ich wollte sagen normal. Was ist bei dir kaputt gerade, echt? Ich bin konzentriert. So, gucken wir beim Zerg, das ist viel wichtiger. Brutschleimpool first oder sowas. Oder Echse first. Ich glaub, die meisten Zerge in den höheren Ligen spielen immer Echse first. Ist egal, ob die gegen Zerg oder Toss oder so spielen. Und das ist gerade der Fehler. Wenn du gegen einen gegnerischen Zerg spielst, musst du... Also, so hab ich das bis jetzt... Da ist die Echse übrigens gewesen, hast du gesehen? Der hat noch gescoutet gehabt. Ja, der hat noch keinen Pool. Jo. Und ich bin auch nur Tisnake. Und hier ist übrigens die Sonde. Jo. Die Sonde kann. Scoutet meine Echse. Ja, soll ich den umbringen? Und verpiss dich. Ich könnte den töten. Ja, es kommt darauf an, wohin der sich verpisst. Ja, der verpisst sich ganz. Also, wenn du. Kannst ihn ja theoretisch abfangen. Ja, also der mit deinem Reaper. Ja, der Reaper von mir geht auch in seine Base. Reaper! The Red Reaper has arrived. Weißt du, was ich mich manchmal frage, warum spielt die eigentlich nicht mal. Warum versucht die eigentlich nicht mal einen Oracle Rush oder so, weißt du? Also was heißt Rush? Ich finde Oracles persönlich schwer. Ich weiß nicht. Go, go, Utah Ranger. Mit einem Worker oder so. Oh, eine Sentry first. Gefällt mir gar nicht. Pool steht. Ja. Ja, der Zerg macht genau das, was ich gesagt habe. Wow! Dass der dich überlebenswillen. Haha, 2 AP. Bim, bim. Verpiss mich, Leute. Add-on complete. Lass mich in Ruhe, ich will leben. Jo, genau das ist es auch. Alter. Diese Overlords. Viel hatten die aber bis jetzt nicht, ne? Nein. Eine Sentry, ich schmeiß gerade meine Echse hinten. Ich habe so viele Minerals, dass ich sogar noch eine schmeißen könnte. Big job. Im Klartext, ich hab Scheiße gebildet. Kann man dann halt immer gleich ziehen. So viele Minerals hat. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Dann habe ich noch bestimmt Supply Depots verkackt. Da kommt ein Depot hin und da kommt noch ein Depot hin, weil du kannst sehen, du kannst da geschmeichelt rumlaufen.
Wenn da was kommt, dann bildest du mich ja ein. Wie? Naja, wenn da was kommt. Brauch aber Depots. Ja, du kannst ruhig meine Schaben wieder reinlassen. Jetzt kannst du wieder hochmachen. Oh. Wobei, nein, ich lasse noch unten, damit meine Worker noch reinkommen. Sonst schließe ich die wieder aus. Er tot. Kommt von oben. Na, von wem ist das? Ich bin gerade echt am Überlegen. Normalerweise dürfte das... Nicht eine meiner Einheiten. Keine meiner Einheiten. Wäre auch ein bisschen komisch. Wenn du so einen Zerg hast, der auf einmal spricht. Jo, was geht, Alter? Außer die verseuchten Talents halt, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas... Ja, gerne. Ja gut, dann... Mutter! Ich dachte, du kommst mit Hellions, nicht mit Kampf-Hellions, deswegen. Ich komme auch mit Hellions. Ich wollte nur schon... Ich hab sogar noch einen Löcher dabei. Da kommt alles! Banelinge! Wollen wir uns die nicht an meiner Base zerschrotten lassen? Ja, eigentlich schon. Deine Roaches! Ja, ich weiß. Fuck, das sind zwei oben. Base is under attack. Ach, scheiße! Haha, geiler Engel. Jo, und ich kann hier mit meinen Flames rumrotzen. Oh, ich habe alles verloren. Mehr Hellbats. Ist der geil, so. Go! Ja, Mann! Noch ein paar Dings rausholen. Ja, ich muss gerade Echsen, dementsprechend hänge ich gerade hinten ein bisschen rum. Bisschen sehr sogar. Hauptsache, der hat nur sowas gemacht, what the fuck? Battle Alien? Ach, danke! Danke übrigens! Die Force Fields haben mir echt gut geholfen. Nicht meine Schaben zu verlieren. Upgrade complete. Add-on complete. Add-on complete. Lass mich mal gucken, ob der vielleicht hier an der Seite geäxt hat. Lande, du Kackgebäude, danke. Ihr seht, gerade ein bisschen. Mann, ich hab zu wenig Hellions. Hinter uns. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Verzupf dich! Scheiße, ich hoffe, du pumpst ordentlich nach. Ja, ich hab nicht so viele Resources, auf einmal so viel zu pumpen. Brauchst du Gas? Ja, woher weißt du das? Ah, ich hab selbst keins. Add-on complete. Our allies are being attacked. Ja, eine Hero Roach! Ready for dust off. Ich könnte dir Minerals geben. Scheiße, warum ist das jetzt fertig? Ne, Minerals brauche ich überhaupt nicht. Der will von hinten an die Panzer ran. Ja, das ist aber nur einer gewesen, aber dabei verliert er alles, der dumme Dödel. Diesmal chase ich den nicht hinterher. Nee, ich auch nicht. Insufficient Vespin Gas. Insufficient Vespin Gas. Got no patience! Habe ich eigentlich Blue Flame ready? Ich habe zwei Waffen-Upgrade jetzt draußen. Ja, ich habe ja zwei Waffen-Upgrade draußen. Ja, bei mir wird auch gerade gemacht. Hellbat, coming through. Not enough energy. Ja, ich weiß, Michi, wir brauchen mehr Makro-Echsen. Es wird das hier alles nichts mehr. Upgrade complete. Und der spielt so viele Hetzer und das, dagegen brauche ich eine Waffe. Ja, ein Tank. Ghost.
Ich dachte eigentlich an Raven. Oh ja, das. Du willst goen, oder? So ein bisschen, ja, aber... Ich hab wieder zwei Medivacs mehr fertig. Insufficient Bespin Gas. Okay, wollen wir dann ein bisschen... Insufficient Gas. Insufficient Bespin Gas. Ja. Oh. Dachte gerade, ich wäre das. Ich wollte gerade sagen, relevant. Irrelevant. 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 Ja, Mann. Komm schon. Als ob der... Ey, der ist jetzt echt raus. Der ist ja kacke. Der Zerg ist gefährlicher. Der könnte jetzt Air spielen. Wir haben beide nichts gegen Anti-Air. Nichts gegen die Anti-Air. Wir haben beide keine Anti-Air. Ja. Ich hab nicht genügend Minerals für Tor. Ich wollte jetzt eigentlich... Ja, bei mir spielen. Kommen jetzt erst Hydren, aber ich habe keine Minerals. Ich kann dir Minerals geben. Ich habe doch jetzt meine dritte Makro-Hedge, dann Base-Hedge. Ich fange schon an zu zergen hier vom Satzbau. Ich habe übrigens 107 Supply, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. 94. Bei mir muss Nicht andere rausfliegen können. Ja, der Toss war echt ein Dödel, das hier. Ich hab lieber den Toss raus, weil der Zerg hat nur Zirklinge gespielt. Übrigens, wir müssen jetzt los. Der hat jetzt 4 Echsen oder so. Durch den Toss. Was hat er? Ich brauch Vikings. Ich brauch sofort Vikings. Ich hätte gern Scan. Ich hab ein bisschen Panik. Ja, genau deswegen. Der Dunwarp in gehabt bei uns. Das ist keine Exit-Dinger. Die ist mir relativ scheißegal, aber das da ist mehr. Zerglinge nur, oh wie geil, danke. Und die Zerglinge sind schon tot. Möp und Panzerfeuer. Na, ja, oder wir haben auch einfach wieder weiterhin. Übrigens, dein Tank macht nichts. Ja, ich weiß. Ich bin nicht vorne, ich bin hinten. Wahr sein, ey. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Hart, ey. Guck dir meinen Punktabstand an. Ja, 7000. Okay. Wert der Armee. Der Zwerg hatte eine APM von 89. Ganz ehrlich, ich frag mich manchmal, was die ganze Zeit machen. Vor allem, die hat nur Zirklinge gespielt, what the fuck? Ja gut, die braucht schon. Hier siehst du 2 Minuten 8. Ich hab teilweise habe ich, weil die mir auch 3-4 Overlords abgesneakt haben, konnte ich dann nicht nachpumpen, weil ich Army pumpen musste. Naja. Ja, egal. Technologiepunkte. Ich hab halt 2-1 gehabt, ne, auf meinen.